Ja, moin. Hier gesehen hat, eben schon, irgendwann, ging es wieder nach Holland. Bin heute Morgen losgefahren um, ich glaube 5 Uhr oder so. 5 Uhr, jetzt haben wir 11 Uhr. Ordentliche Strecke. Aber jetzt geht es gleich erstmal ins Wasser. Und zwar bin ich wieder bei Deslege, weil morgen Samstag und Sonntag sind wieder Veranstaltungen von der Pete, von Paladin, wenn ihr euch dafür mal interessiert, für nächstes Jahr. Der Veranstaltungskalender, der kommt meistens so im November, Dezember raus. Macht immer eine mega Laune, hier mitzumachen. Mache ich jetzt auch schon seit, oder wir machen das jetzt schon seit, boah, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, irgendwie sowas. Macht immer mega Spaß. Müsst ihr auf jeden Fall mal euch angucken, den Veranstaltungskalender, ob euch eure zusagt. Einfach anmelden. Einfach in David oder in Marc anschreiben. Das ist auf jeden Fall immer lustig. Macht Spaß hier. Jetzt geht's an den Lachsweiher. Gleich erstmal die Karte lösen. Ist gut besucht. Also der Parkplatz ist rappelvoll, ey. Ja, dann gucken wir mal, ob es geht heute. Ein, zwei Lachse, die werden wir ja wohl noch kriegen, oder? Ja, mal gucken. Also, bis später. Ciao. Gerade direkt mal den neuen FTM-Teig ausprobiert. Er ist ja der Wahnsinn, wie man den kneten kann. Also, nicht schlecht. Gar kein Vergleich zu dem alten. Schön. Ein Träumchen. Guck mal, ob direkt einer hängen bleibt. Also direkt bezahlt gemacht, das Ding. Und der Teig, das Ding. Hallo Mama. Gucke Mama, gucke Mama. Ich habe jetzt bezahlt 28,50 Euro für 4 Stunden. Ja. Kann man eigentlich nichts sagen. Preise sind ja mittlerweile überall so. Also, dreht er sich herrlich, das war ein Träumchen. Muss nur noch einer hängen bleiben. Also wenn man kommt, ich melde mich auf jeden Fall. Ja, bis später. Ja, da gerade ein bisschen zäh läuft, habe ich ein bisschen Zeit, euch mal was über den Teig zu sagen. Eben schon am Anfang schon erwähnt habe, der ist neu von FTM. Gibt es in 16 Farben. Einmal in Kadaver und einmal in Knoblauch. 16 verschiedene Farben. 11 davon sind UV-aktiv, also wie das Gelb hier oben zum Beispiel, das Grün, das Orange, auch das Pink unten. Das ist gerade bei so einem Wetter wie heute, wenn so etwas, oder was heißt etwas bedeckt, wenn es sehr bedeckt ist und das Wasser eher drüber ist, dann leuchten die Farben richtig knallig unter Wasser und es sind noch auffälliger als jetzt zum Beispiel normale Farben, die ohne UV sind, sage ich jetzt mal. Die gibt es seit dem 4.10. sind die beim Fachhändler erhältlich und ja. Also bis jetzt richtig geil. Lässt sich schön formen. Am Anfang dachte ich irgendwie, ist eine komische Konsistenz, aber als ich dann ein kleines Kügelchen rausgeholt habe, an den Haken gemacht, geformt, auch eine super Haltbarkeit, also Wahnsinn. So 20, 30 Würfe sind damit locker möglich. Ich glaub's ja nicht. Ich habe einen Biss. Ich glaube es nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Wenn die jetzt abgeht, da packe ich sofort ein. Da raste ich aus. Oh, und was für ein Moped auch noch. Ja, ist ja ein Schlachtschiff. Auch vom Allerfeinsten, ey. Boah, der erste Fisch nach 4 Stunden jetzt. Also eine ganz schwierige Nummer.
Ich habe Zeit. Ich habe gerade noch eine Stunde nachgebucht. Also bis zum Feierabend kann sie ziehen. Alter. So groß warst du jetzt auch nicht. Ganz schwierig heute. Richtig schöne. Geht doch. Ja. Oh, schöne. Ja, Feierabend. Puh, war eine schwierige Nummer. Also sagen wir mal so, ne? Puh, lief schon mal besser. Aber trotzdem noch die eine schöne Forelle da, Lachsforelle. Was wird's haben? 2 Kilo. 2,5 vielleicht. Irgendwie sowas in dem Dreh. Hat sich doch noch gelohnt. War ein schönes Tier. Guter Dreh. Aber habt ihr ja gesehen. Also. Es kann immer schlechter laufen. Ich hätte auch als Schneider nach Hause oder ins Hotel fahren können. Ein Fisch ist besser als keiner. Und da soll noch mal einer sagen, Forellenangeln ist immer so einfach, ne? Wie sie mal alle rumtönen und so. Die Internet-Rambos, Forellensee, Forellenpuff ist kein Angeln, Forellenpuff kann jeder. Leute, das ist nicht immer so einfach, wie es aussieht. Natürlich wird immer gut zusammengeschnitten in den ganzen Videos und so, dass dann ein Viech nach den anderen da rauskommt, aber ich kann jetzt auch auf Karpfenangeln gehen und ich schneide alles zusammen und das sieht so aus, als würde ich in 24 Stunden 24 Karpfen fangen. Ist nicht immer so. Also. Naja, nichtsdestotrotz, war wieder ein schöner Angeltag, das Lege, einfach eine Top-Anlage, wunderbar. Ich freue mich jetzt schon auf das Wochenende, heute Abend noch schön essen gehen. Morgen die erste Veranstaltung, Sonntag die zweite und dann geht es wieder Richtung Heimat. Ja, wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, der eine Fisch, dann lasst gerne ein Abo da, ein Like da, würde mich sehr freuen, würdet ihr mich sehr mit unterstützen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh.